Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Video. In dem heutigen Video geht es darum, richtig einzuschätzen, wann eine Aktie crowded ist und wann nicht. Ich trade jetzt schon etwas länger und was ich in dieser Zeit entdeckt und gelernt habe, ist, dass weniger mehr ist. Es ist völlig in Ordnung, auch ein paar Tage nicht zu traden. Warum soll es nicht in Ordnung sein, auch mal ein paar Tage auszulassen? Wenn es keine guten Trades gibt, gibt es auch keinen Grund, in Aktion zu treten. Für uns Retail-Trader ist das Wichtigste, Geduld zu bewahren. Es wird immer Gelegenheiten geben, mindestens 3 bis 4 pro Woche, abhängig von deinem Playbook. Beim Trading geht es nicht darum, den Weg zur Profitabilität mit der Brechstange zu erzwingen, sondern darum, den Saft aus der Zitrone zu pressen, wenn uns eine Gelegenheit dazu geboten wird. Das Umfeld, das wir in letzter Zeit mit Momentum in Small Caps gesehen haben, war sehr crowded. Es gibt tausende von Händlern auf der ganzen Welt, die die gleichen Aktien beobachten, die wir täglich beobachten, mit den gleichen Scannern und Absichten. Wie kannst du dir also selbst helfen, weniger zu traden? Du musst in der Lage sein zu erkennen, wann eine Aktie crowded sein wird. Das Problem bei crowded Stocks in kleinen Werten ist zum einen der Punkt, dass Manipulation stattfindet. Der andere Grund ist, dass man das Shorten in diesen Titeln vermeiden sollte, da hohes Short-Squeeze-Potenzial besteht. Zu diesem Thema hohe Short-Squeeze-Potenzial in Crowded Stocks, da habe ich ein Video gemacht, da habe ich das ganze Thema besprochen. Es lautet richtig shorten beim Trading, Short-Selling-Tipps Teil 1. Den Link, den findest du unten in der Infobox. Wie erkenne ich nun Crowded Stocks? Dafür habe ich jetzt ein paar Punkte vorbereitet, auf die ich achte. Wenn es also tausende von Händlern gibt, die täglich die gleichen Aktien handeln, mit denen wir alle handeln, müssen wir die Behavior, das Verhalten analysieren. Wonach ich also Ausschau halte, ist folgendes. Hat die Aktie einen niedrigen Float? Bewegen sich an diesem Tag noch andere Aktien mit hohem Momentum? Das ist wichtig, weil dann können die Marktteilnehmer in andere Aktien einsteigen und auch andere Aktien und Titel traden und nicht nur den einen Titel. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist es nicht gut. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Titel crowded wird. Nächster Punkt, hat der Float der Aktie rotiert? Das kann man sehr gut einschätzen, indem man den Umsatz im vorbörslichen Handel beobachtet. Kann ich die Aktie nach Belieben zum Shorten ausleihen? Wenn all diese Variablen übereinstimmen, besteht eine ziemlich gute Wahrscheinlichkeit, dass wir eine fundierte Entscheidung treffen können, ob der Wert crowded sein wird. Dass sozusagen jeder, selbst deine Haushälterin oder der Nachbar, anfängt, diese Aktie zu traden. So kann man den Begriff crowded verstehen. Für mich bedeutet das, diese Aktie nicht zu traden. Es gibt aber Ausnahmen. Wenn ich also diese Aktie traden möchte, warte ich normalerweise auf eine Art extreme Bewegung, eine parabolische Bewegung nach oben, sodass ich einen Short umsetzen kann, oder eine dynamische Bewegung nach unten, damit ich Dips long kaufen kann. Wir brauchen in dieser Art von Umgebung einen extremen Move. Und wenn ich diesen extremen Move nicht bekomme, dann ignoriere ich die Aktie, weil dann habe ich keinen eigenen Vorteil, keinen emotionalen Vorteil, den ich ausnutzen kann. Das waren jetzt meine Gedanken zum Thema Crowded Stocks. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal.